Jo, hallihallo Leute, hier sind wir wieder bei Final Fantasy, mittlerweile Part 10. 10, ich rede bei 10. Wir sind kurz vor dem Jagdfestival und in der Zeit hat sich viel geändert. Hui, hui, und zwar, ich habe mir einen halb neuen Rechner gekauft, also eher gesagt eine neue CPU, damit das Rendern ein bisschen schneller geht und ja, und ich dann auch ein paar mehr FPS bei den Spielen habe, die ich vielleicht irgendwann mal spielen werde, damit ich mir keine teure Karte kaufen muss. Obwohl der Prozessor auch nicht gerade billig. Na, auch egal. Wir schauen mal, wie das wird. Erstmal spielen wir Final Fantasy weiter, Gabel 2. Und wenn ich Gabel 2 habe oder durchdrehe vor Wut, weil ich nicht mehr weiterkomme, spiele ich noch ein anderes Spiel. Mal gucken. Wir machen jetzt mal weiter ins Jagdfestival. Ich glaube, dafür müssen wir hier diesen ollen Typen hier ansprechen. Aber wo? Sind wir eigentlich voll ausgerüstet? Das heißt wohl ja. Alle Tillys angelegt. Alles gut. Gut, dann lassen wir uns mal loslegen. Voll Deutsch. Sieh an, ihr startet im Theaterviertel. Wollt ihr in ein anderes Viertel, so benutzt bitte die Lufthaxen. Das heißt wohl, ich muss wohl selbst runtergehen zur Lufthaxe und damit fliegen. Ja. Dann machen wir das doch, ne? Ich dachte, ich hätte diesen dummen Pfeil abgeschaltet. Mann. So, und hier muss man bei der Jagdfestigung muss man eine ganz bestimmte Strategie befolgen. Sonst kann man nicht gewinnen. Und gewinnen bringt eigentlich eben nur dieses Geld, weil du ja Geld ausgewählt hast und eben dieses komische Zertifikat. Wofür man das auch immer braucht. Aber wir versuchen es. Lufthaxen ins Theaterviertel fährt ab! Na dann, volle Power von. Oh, jetzt kommt auch eine tolle Musik im Spiel. Einer meiner Lieblingsmusiken. Musiken, Soundtracks? Was sagen wir Soundtracks? Los geht's. Euch auf solch einen billigen Stehplatz für den ganzen Pöbel zu überweisen, das ist schon ein dreistes Stück. Also wirklich. Aber sieht nur, diese Aussicht! Ha, ihr habt ja recht. Man kann die ganze Burgstadt überblicken. Prinzessin, seht nur. Da drüben ist Meister Vivi. Was macht denn Vivi da? Er wollte doch gar nicht teilnehmen. Meister Vivi, die Prinzessin und ich feuern euch an. Vivi, du schaffst es! Vivi! Vorwärts, Meister Vivi. Ah, sei vorsichtig! Nein, ich kann gar nicht hinsehen. Ihr könnt nicht siegen, wenn ihr ständig davonlauft. Euer Gegner ist ein Monster. Da ist Angriff die beste Verteidigung. Und außerdem dürft ihr auf gar keinen Fall gegen Zidane verlieren. Hört ihr? Ja. Das ist es. Jetzt aber ran in den Freund. So schlagt doch endlich zu. Vivi, hinter euch. Gebt alles, Meister Vivi. Am Brabbeln, der Typ. Naja, 12 Minuten haben wir Zeit und wir müssen Punkte sammeln. Hier ist komischerweise auch irgendwie das ein bisschen anders. Hier tauchen die Gegner nicht einfach so sporadisch auf, sondern hier sind wie bei Final Fantasy X2. Nein, gar nicht. 12. Ungefähr. Also hier sieht man die Gegner, wie man sieht. Wie man sieht, sieht man die Gegner. Und dann läuft man einfach gegen und schon kämpft man gegen sie. Wenn die PlayStation schneller laden würde. Weil das geht mir auch von der Zeit ab, die Ladezeit. Das ist so dumm. Ja. Die müssen wir noch warten, sonst ATB nach vorne geht. Greifen wir an. Sie ist tot. Ja. Und jetzt müssen wir wieder warten, bis er wieder die Haupt... die Stadt lädt. Das geht alles von unserer Zeit ab. Schön. So, komm her, du scheiß Rabe. Du musst runterkommen. Los. Ich weiß nicht genau, welche Gegner man hier besiegen musste, damit der Endgegner auftaucht. Also der Hauptboss, so gesagt. Aber ich schaff's eigentlich immer knapp, wenn ich hier alle Gegner mitnehme, die ich hier sehe. Ja. Ah, Mann, mach in der ATB-Leiste. Los, ich will jetzt rankommen. Also, wenn so ein Kampffestival geht und du siehst wirklich jemanden, oh, ein Gegner, steht jetzt mal die ganze Zeit rum, wartet. Und irgendwann so noch eine Minute schlägt dazu.
geht um das hier. So, irgendwo sind hier noch mehr Gegner. Ah, da. Kommt her, ihr Dinger. Ich mach euch kaputt. Ah, ja, tolle, tolle Landschaft, tolle Landschaften. Schön, schön. Alles gut, alles toll. So. Oh, du willst meine Waffe spüren? Du willst meine Waffe spüren? Nein, ja, den Grimm. So. Schwarz hier nicht zu. Komm her, du Frau. 378. Oh, ich bin richtig overpowered. Ehrlich. Ich mag die Musik. Ich kann nicht singen, also lass ich sie mal. So, hier unten war auch noch irgendwo Gegner, glaube ich. Spawnt hier gleich. Genau. Da sieht man Isegrim. Wird doch nichts. Verdammt. Nein, das geht erst von meiner Zeit ab. Los, bewegt deinen Arsch. Los, schneller. Nein, Wiener ist auf Platz 1. Wer soll da auch immer Wiener ist? Schnell, 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 schnell. Ich muss im Industriegebiet. Industriegebiet, doch. Industriegebiet muss ich. Industriegebiet, Industriegebiet. Wo bist du? Ich mache Industriegebiet. Na, Einkaufsviertel, Industriegebiet. Warum verliege ich nicht zum Einkaufsviertel? Aus dem Grund, weil der nachher der Hauptgegner auftaucht. Der taucht nur auf, wenn man in allen Gebieten war und bestimmte Gegner besiegt hat, so wie ich weiß. Weil sonst ist er nie aufgetaucht. Aber das wird auf jeden Fall scheiße knapp hier. Wie kriegen wir, wenn wir hier gewinnen? Ich glaube 10.000 Gil? 5.000 Gil? Weiß ich gar nicht. 9? Wie ist das? 9? Der will Karten haben? Ich will keine Karten. Das Kartenspiel jetzt habe ich auch schon mal gespielt. Ja, aber das ist nur Nebensache. Die Dramas oder wie das hier heißt. Komm her. Los. Lade hinne. Los. Schneller. Ich habe die PlayStation 2 auf Dings stellen, sondern auf Schnellladen. Ich glaube, das ist nicht kompatibel mit dem Spiel, das ist wegen der Kopierschutz hier drauf. Ja, auch PlayStation-Spiele damals hatten Kopierschütze gehabt. Sehr gut. Hatten Kopierschütze damals gehabt. Haben das Kopieren trotzdem nicht verändert, so wie der Kopierschutz, den es auch heute gibt. Die haben nur genervt. Boah, PlayStation? Höchstens, wenn der Leser ein bisschen verschmutzt war, dass dann die CD nicht gelesen hat, glaube ich, war es so. Na komm her, Mu. Komischer Name für einen Gegner. Mu. Hallo, Mu. Wie eine Kuh. Ah, der wieder ist so voll. Komm, 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 komm. Sei voll. Ah. Arena. Manchmal wünschte ich, hier gibt es keinen extra Kampfbildschirm, sondern man würde die Gegner wie bei manchen Spielen, so wie Terabigma oder Secret of Irm oder so, einfach wegklatschen. Also in die Menü hier, zack, klatscht und weg. War ja auch ein Gegner, doch da. Da war noch ein Move. Los, mach hin, ich muss noch zum Einkaufsviertel. Sieben Minuten habe ich noch. Sieben Minuten? Oh, wird knapp. Mann. Ach, ist das spannend. Ich kann mich gar nicht halten vor Spannung. Das ist spannend. So unglaublich spannend. Und schnell weg hier. Oh, weg hier. Jo, ich hab keine Zeit, keine Zeit. Bis ich im Einkaufsviertel ist, sind es schon unter 6 Minuten. Komm, wenn ich bei der Luft packe, sind es schon unter 6 Minuten. Los, schneller, schneller, schneller. Man kann ja echt nur gewinnen, wenn man so läuft, ey. Nein, Feierserster, nein. Na komm, Settel. Nichts Falsches anklicken. Weil er muss jetzt die Lufttax einsteigen, die Tür schließt sich, das Ding fliegt los. Wenn es dann mal losfliegt. So, einparken. Tür geht auf und raus geht's. Na, mach rein. Vielleicht auch unter 6 Minuten. Ah, ich wusste es. Mal gucken wir. Wo sind die anderen Gegner? Naja, das ist so dumm. Gehst du hin? Ja? Na genau. Das muss so sein. So nicht anders. Oh, ich glaube, bei dem Teil muss ich ein bisschen weniger synchronisieren.
Ist das gut oder ist das schlecht? Ich nix wie Sinn. Boah, scheiße, 40. Die drehen aber richtig durch. So, keine Zeit. Müssen wir in eine Portion reinpfeifen, aber ich hab keine Zeit. Groß, es geht das mit meinem Setup. Verdammt. Oh ja. So, wie viel Zeit habe ich noch? 5 Minuten oder so, ne? Das ist ja nicht mehr viel. Mann, lade, ne, du Sau. Jetzt stellt mal vor, ich würde auf Kanva-Animationen komplett auf Samsung schalten. Dann wird das noch viel länger dauern. Da haben wir sowieso keine Chance. Oh, siehste, vorhin habe ich noch so viel Zeit gehabt, über 7 Minuten oder so. Und jetzt wird es dann knapp. Obwohl ich schon Einkaufszettel bin. So, hier links war noch Isegrims, glaube ich. Genau. Ja, Isegrim. Musste man nach links gehen oder musste man mal gleich nach rechts gehen? Ich weiß es nicht mehr. Aber was auch schlecht ist, nachher kommt eine Textbox. Das habe ich einfach nur übersprungen, weil das mit der Zeit sonst zu knapp wird. Okay, denn die, das muss ich jetzt richtig schwer machen mit den Textboxen. Die muss ich ja stehen, so lange stehen lassen, dass ich sie synchronisieren kann. Aber die dürfen nicht so lange stehen lassen, dass ich da von der Zeit nicht mehr hinkomme. Ah! Jetzt wird es wirklich langsam gegangen. Wirklich langsam gegangen. Los! Los! Los, die dann! Los! 3 Minuten! So, das Vieh noch besiegen und ich glaube, dann kann ich zurück. Ho, 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 ho. Wenn ich nicht gewinne, auch egal. Trotzdem, das ist immer wieder spannend. Los, schneller. Du bist diese Grimby. Der Wiedler ist natürlich leer. Das heißt, er darf nochmal angreifen. Los, los. Schön, schön, gut. 3 Minuten unter 3 Minuten los. Das wird trotzdem Platz 1. Noch. Wie gesagt, man kann nicht gewinnen, wenn man das Vieh nicht besiegt. Ach, das Vieh, genau. So, den müssen wir wegnehmen, eigentlich. Scheiß drauf. Komm, 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 sei da. Auch wenn ich einen vergessen habe jetzt. Ja, da ist er. Komm her. Hilfe, Zidane! Rette uns! Hey, komm gefälligst hierher, ich bin ein Gegner. Was für ein Brocken. Zidane, steh dir bei! Lass mich den Todesstoß versetzen, es geht um eine Verabredung. Du bist schon ein hoffnungsloser Fall. Los, 2 Minuten noch? Los! Mach Lade, du Scheißvieh. Ich habe 2 Minuten, die Scheißvieh zu besiegen. So, und wer den Todesstoß macht, der gewinnt. Ach ja, Festival. Ich habe ja noch nichts. Toll, dann mache ich ja mal Sprung. Ich weiß nicht, sieht das mehr ab oder sieht das weniger ab? Und tschüss. Ja, immer auf die Wehrlosen. Los, 1 Minute 49. Los. Muss ich machen, sonst killt mich das Vieh noch eh. Wer kommt da jetzt gleich runter? Wer kommt runter? Komm. Bam. 272. Nein, shit. Nein. Nicht Portion, nein. Keine Portion, auf, nein, keine Lügen. Toll, das war jetzt ziemlich sinnfrei. Nicht X drücken. Ja, Blitz, scheiß viel. Ja, schön, 1 Minute noch. So, da will ich jetzt mal ran. Los. Ach, das Vieh ist immer noch nicht tot. Doch, ist tot, haha. 50 Sekunden noch. So, den Bildschirm muss er noch zu Ende laden. Ich glaube, es hat er auch schon mal, dann zählt er das nicht, wenn er den Bildschirm nicht zu Ende lädt. Aha. Die Würfel sind gefallen.
Die Würfel sind gefallen. Die Frau da ist ungefähr genauso stark wie Zidane. Starke Frauen sind toll. Starke Frauen sind toll. Ach was, dieses Vieh hätte ich auch allein geschafft. Nee, zumindest möchte ich mal so stark werden, dass ich solche Töne spucken kann. Kann man Kaffee und Kuchen trinken in 18 Sekunden. Ich hab sowieso gewonnen. Ich hab sowieso gewonnen. Na 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 na. I am the winner, the winner, the winner. Und Schluss. Die Zeit ist um. Der Sieger ist Zidane. Gewonnen mit 216 Punkten. Gell. Dicken, fetzen Batzen, gell. Beeindruckend. Wirklich beeindruckend. So. 216 Punkte und somit der Sieg. Hiermit überreiche ich den diesjährigen Sieger den Preis seiner Wahl und erhebe ihn in den Rang eines Siegers. So. $5000, okay. Wahnsinn, Zidane. Du warst aber auch nicht schlecht. Großherzog Zid. Bitte entschuldigt mein dreistes Auftauchen, aber ich bringe eine Nachricht vom König von Brosemisia. Eine Nachricht vom König von Brosemisia? Eure Exzellenz, aber eure Erscheinung? Sieh doch mal ganz genau hin. Der Mann ist blind, die Augen durch Magie verbrannt. So. Wie lautet also die Nachricht? Sir. Wir wurden von Unbekannten angegriffen. Der Krieg läuft schlecht. Wir bitten um Unterstützung. Der Feind sind zipfelmützige Teufel. Das Königreich Brosemisia ist ein geschätzter Bündnispartner Lindblums. Ich werde sofort meine Flotte losschicken. Sir. Seid gepriesen, Großherzog. Der König wird sehr erfreut sein, dies zu hören. Ich muss unverzüglich diese Nachricht nach Brosemisia. Schnell, Zirp! Bringt diesem Mann sofort einen Arzt! Dafür ist bereits zu spät. Die Wunde ist zu tief. Es ist überhaupt ein Wunder, dass er es bis hierher geschafft hat. Brosemisia. Was habt ihr jetzt vor? Wegen des Jagdfestivals befinden sich nur wenige Soldaten im Schloss. Nicht genug, um die ganze Flotte zu bemannen. Dann ruft die Schiffe, die Grenzen patrouillieren, zurück, Sir. Und somit Alexandre aus den Augen lassen? Ja, wir können Brosemisia nun mal nicht im Stich lassen. Zipfelmützen, also wahrscheinlich Schwarzenmagier, so wie Vivi. Aber... Mutter hat Brosemisia angegriffen? Ich bitte mich zu entschuldigen, aber ich kann nicht warten, bis die Luftschiffflotte eintrifft. Nimm ich mit, Freier. Danke, mein Bester, aber das ist nicht dein Krieg. Was redest du da für ein Blödsinn? Immerhin wurde die Heimat meines Freundes angegriffen. Ob's dir passt oder nicht, ich komme mit. Danke, Zidane. Ich komme auch mit. Ich möchte sie mit eigenen Augen sehen. Stehe. Lasst uns sofort aufbrechen. Prinzessin, das ist viel zu gefährlich. Hauptmann Steiner hat recht. Außerdem wissen wir nichts über unseren Gegner. Zirp. Aber wenn wir doch ausgehen, dass es Schwarzmagier sind. Du verstehst mich doch, oder Zidane? Ich muss sofort zur Mutter und sie dazu bringen, die Invasion abzubrechen. Kann ich nicht mitnehmen. Nicht, wenn ich weiß, dass es gefährlich wird.
Zidane? Bitte bleib hier in Lindblum. Was soll das heißen? Ich weiß auch, dass es gefährlich ist, aber... Nichts aber, Lilly. Da tobt ein Krieg. Da sterben Menschen. Hörst du? Ja, aber... Lilly, was hast du gefühlt, als dieser Soldat gerade vor unseren Augen starb? Er tat mir so leid. Ja, du warst traurig. Und das ist verdammt nochmal richtig. Aber realisierst du überhaupt, dass dir das Gleiche passieren könnte? Du bist einfach noch nicht so weit, um deine Mutter bekehren zu können. Aber... Nun reicht es aber mit euch beiden. Das ist jetzt nicht die Zeit für Wortgefechte, Zirp. Sein Exzellenz hat recht. Wir müssen unverzüglich nach Bosemisia. Öffnet ihr das Erdrachentor vor uns? Ja, das ist der einzigste Weg, wenn ihr zu Fuß gehen wollt, Zirp. Doch, bevor wir das Tor öffnen und ihr aufbrecht, lasst uns alle noch ein stärkendes Mahl genießen. Zirp. Das sieht köstlich aus. Lauter guter Sachen. Dieser besondere Schmaus wird immer nach dem Festival serviert. Seit über 500 Jahren schon. Zirp. Am besten isst man mit den Händen. Lasst die Etikette Etikette sein und haut rein. Zirp. Na, dann wollen wir mal, bevor das gute Essen noch kalt wird. Schmeckt super. So edles Futter gibt's nicht alle Tage, also rein damit! Und solange das Tor geöffnet wird, haben wir eh nichts Besseres zu tun. Da hast du recht. Vom Allerfeinsten der Braten. So gut habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Ihr esst ja gar nicht. Aber doch, natürlich. Überaus schmackhaft. Oh, wie sagt es? Eine seltene Gaumenfreude, fürwahr. Ich bin so voll, ich werde ja ganz schläfrig. Oh nein, Lilly. Wir wurden vergiftet. Nein, auch mich hat es erwischt. Verzeiht, Prinzessin, ich hätte vorkosten sollen, dann wäret ihr... Hört auf, euch etwas einzubilden, Steiner. In eurer Portion habe ich keines getan. Na, jetzt wo ihr es sagt, sind die stechenden Schmerzen wie verflogen. Moment mal, was habt ihr da eben gesagt? Prinzessin, habt ihr etwa... Es ist kein Gift, nur Schlafkraut, das ich von Zidane habe. Ich hatte zwar nicht vor, es zu diesem Zwecke einzusetzen, aber... Steiner, ich möchte tun, was an meinen Kräften steht. Ich will nicht, dass andere Leute für mich entscheiden. Aber das tun doch alle nur, weil sie euer Bestes wollen. Ich weiß. Das glaube ich aber nicht. Ich kenne die Grauen des Krieges selbst nur zu gut. Auch wenn ihr mir es befehlt, ich muss protestieren. Wenn hinter dem Angriff auf Bosemisia wirklich Alexandria steckt, dann kann das schnell zu einem Krieg werden, in den alle drei Großbereiche des Kontinents des Nebels verwickelt sind.
Viele Menschen müssen dann sterben. Und was aus Mutter wird, ich weiß es nicht. Aber ich bin die Prinzessin von Alexandria. Es muss etwas geben, das ich gegen all das unternehmen kann. Außer Mutter habe ich sonst niemanden mehr. Ich will sie nicht auch noch verlieren. Ich kann euch verstehen, wie euch zumute sein muss. Ich komme mit und stehe euch bei. Danke, Steiner. Gut, dann sollten wir Lindblum verlassen, bevor alle wieder zu sich kommen. Es tut mir leid, Zidane. Schnell, beeilt euch! Lili, wo gehst du hin? Scheint eine Art Schlafmittel gewesen zu sein. Das Schlafkraut. Da hat sie uns aber kräftig eins ausgewischt. Zirp. Lili sagte, sie schlafe nicht so gut in letzter Zeit. Da habe ich ihr etwas davon gegeben. Ich hielt sie für ein behütetes, verhätscheltes Mädchen. Aber da habe ich mich wohl gründlich getäuscht. Was hat sie sich dabei gedacht? Sie ist doch nicht etwa vor uns nach Bosphemesia los? Wenn sie das aber ist, so könntet ihr zumindest sie noch einholen. Zirp. Vivi, hoch mit dir! Wir brechen sofort nach Bosphemesia auf. Wir gehen durch Gizamo Lukes Grotte. Gleich hinter ihr liegt Bosphemesia. Dann fahrt mit den Aufzug ins Erdgeschoss und verlasst das Schloss durch das Erdrachentor. So. Wow, ich kann mich wieder bewegen. Phänomenal. Durchquert Gizamo Lukes Grotte und erreicht Bosphemesia so schnell wie möglich. So. Ah ja. Ja, ich weiß. Dann wollen wir mal los, ne? Dann wollen wir mal los. Auf zum Erdrachentor. Das liegt im Untergeschoss. Den einzigsten Aufzug im ganzen Spiel bedienen. Erdgeschoss. Nicht einsteigen, dafür ist es schon zu spät. Oh. So, bevor wir aber zum Erdrachentor fahren, fahren wir einmal kurz zum Hafen, weil ich glaube, da sind noch ein paar Truppen. Wasserdrachentor. Zum Hafen. Da ist ja momentan nichts los. Warum wohl? Wegen den Eulnebel. Aber ich bin der Meinung, hier war irgendwo eine Truhe. Bestimmt liegt er wieder falsch. Tü. Nö, nur ein paar Wachen. Toll. Kein Gewinn. Ja, wop. Also wieder rüber. Ach ja, wir haben ja jetzt Vivi und Dings bei uns. Können wir erstmal hier anlegen. Kommt ihr was tragen? Nee, konnte auch nicht. Yeah. Eptilis. Wie wird auch ein Eptilis? Gibt Galle. Weihrauch. Level up. Bodyguard. Was war das nochmal? Opfert sich selbst zu seinen Verbündeten. 305? Oh, das ist doch ganz gut. Falls sie mal Vivians Lieder wollen. Verhindert blind. Okay, machen wir es mal so. Gucken wir mal, ob das so geht. Gut, die Leute sind ausgerüstet. Ab zum Erddrachentor. Scheiße. Hätte ich gleich hinfahren können. Oh, muss ich noch einmal wieder aussteigen. Und wieder fahren. Hui. Ja, hier ist ein Händler und ein Kobo. Und? Habt ihr alles, was ihr braucht, um da raus in den Nebel zu gehen? Der Nebel hier ist lebensgefährlich. Rüstet euch besser gut mit meinen Waffen und Items auf. Also einkaufen.
Waffe Nummer 3 mit. Einen Scheiß habe ich noch. Na, wir haben ja keine Garne mehr bei uns, also. Aber da ist ein Kobo. Ein Brief von Stilskin, toll! Kennst du Stilskin? Lass uns den Brief lesen, Kobo. Von Stilskin an Monte. Von Limplum aus bin ich erstmal nach Norden und ich kette Gizamolukes Grotte unterhalb des Nebels. Zum ersten Mal setze ich also den Fuß in das Königreich Bussemesia. Und es stimmt, was alle sagen, es regnet hier ununterbrochen. Als erstes suche ich mir irgendwo einen Unterschlupf. Er ist also nach Bussemesia gegangen, Kobo. Ist es denn da nicht gefährlich, Kobo? Oh, hätte so gerne einen Brief. Ich speichere, Kobo. Ah, speichern wir den Rest mal einfach ab. Macht zwar noch nicht Ende, aber ich will speichern das nochmal ab. Vorher sage ich nämlich zwei Orten Hallo, bevor ich. Zwei Orten Hallo, bevor ich weitergehe. Dann habe ich bestimmt die Stunde wieder erreicht. Gut, gut. Und tschüss. Raus in die Wildnis. Gut, wo gehen wir denn als erstes hin? Wir gehen als erstes zum Moor, denn das ist ganz in der Nähe. Pock. Einfach stumpf geradeaus gehen. Hui. Das ist ja schon. Gut alte Moor. Es kommen gut alte Gegner. Der Moor ist nämlich eine ganz bestimmte Person, die ich im allerersten Part von... die ihr im allerersten Part von meinen Elfi gesehen habt. Wo ich auch sagte, den werden wir wiedersehen. Denn jetzt ist die Zeit gekommen, wo wir ihn wiedersehen. Man kann ihn zwar auch auslassen, aber das wäre ziemlich dumm. Ziemlich dumm. Warum wohl? Also wie bei Final Fantasy 7, wenn man Dings auslässt. Den komischen Untoten oder dieser Typ, der in der Gruppe ist und... ich weiß nicht, wie er in Wirklichkeit heißt. Ich habe ihn Marvin genannt. Wie gesagt, aber ich habe keine Ahnung, wie der richtige Name von denen ist. Wie ist der nochmal standardmäßig? Ach ja, genau, der hieß so. Ja. Eine Stelle wird euch gleich auch bekannt vorkommen, wenn ich nach oben gehe. Erstmal die Musik. US-Morast. So, das nächste, das wird euch bekannt vorkommen. Ja, schaut mal. Kennen wir die nicht? Chefin, du weißt echt viel, Kobo. Hey, so ist es. Ja, die Scheißfieger sind das. Tutorial. Oh, Scheißfieger, Kobo. So, sollen wir nach oben gehen? Wer ist das denn? Den haben wir doch schon mal gesehen. Hallo. Hungermampf. Ach ja, genau. Man muss ja einen Frosch fangen. Wie war das nochmal? Ach ja, genau, da oben ist einer. Den kann man sich holen. Sie dann, hat einen Frosch gefangen. Du hast also einen Frosch bei dir, Mampf? Der Frosch sieht gut aus. Ich liebe Frösche, Mampf. Wer oder was bist du denn? Ich? Mampf? Genau, sein Standardname ist Quinna. Warum, weshalb, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was das für ein komisches Vieh ist, aber er ist gut. Und unverzichtbar für das Spiel. Möchtest du etwa diesen Frosch hier haben, Quinna? Und wie, Mampf? Und wie, Mampf? Kannst du gerne haben. Ein Mann, ein Wort, Mampf. Das ist jetzt mein Frosch, Mampf. Quinna, mit dir ist echt wohl auch noch nicht weit, wenn du auf den Frosch andere angewiesen bist, Mampf.
Finja, das Fangen unseres heimischen Frosches ist ein leichtes. Aber der Weg des Essens ist Sand und Feuer zücken, Mampf. Aber Meister Quell, unsere Frösche sind so göttlich, Mampf. Noch nie sind mir so, dass sie die Frösche begegnen, als hier bei uns, Mampf. Dass du dich mit unseren Fröschen zufrieden liebst, zeigt mit deiner Unerfahrenheit, Mampf. Die Welt ist groß und voller essbarer Dinge, die es zu erschaffen gilt, Mampf. Lerne die neue Länder und ihre Spezialitäten kennen. Die Welt des Essens ist groß, Mampf. Es gibt noch andere Länder, Mampf? Dann habe ich noch nichts gesagt. Mit noch schlachtigeren Fröschen als hier, Mampf? Mahlzeit, Mampf. Frösche sind die Leibspeise des Crewvolkes, Mampf. Andere Länder haben andere Sitten, andere Frösche, andere Köche. Wir Kuhs leben auch auf anderen Kontinenten, Mampf. Verteidigt über den gigantischen Globus, Mampf. Kennst du erst einmal den Geschmack anderer Frösche, wirst du ganz von selbst den Weg des Essens bestreiten, Mampf. Reisender, wollt ihr Quinner mitnehmen und ihm ein wenig die Welt zeigen, Mampf? Solange es etwas zu essen gibt, wird er keine Probleme machen, Mampf. Den da mitnehmen? Okay, je mehr Verrückte, desto besser. Gibt es ja auch viele Frösche, Mampf? Naja, es gibt auch vieles auf dieser Welt, das um einiges besser als Frösche schmeckt, Mampf. Besser als Frösche, Mampf? Unglaublich, das muss ich alles probieren, Mampf. Ich komme mit, Mampf. Was ist denn los, Vivi? Der Chef kocht da. Der sieht fast genauso aus wie mein Großvater. Der sieht dein Opa ähnlich? Dieser Meister Quell, oder wie der heißt? Ja, vielleicht kennt er ja meinen Großvater. Tidan, ich gehe ein bisschen mit ihm reden. Was gibt es, Mampf? Habe ich etwa vielleicht etwas am Mundwinkel? Nein, aber kennst du meinen Großvater Quang? Ein Satzer Kreis, der so heißt, kenne ich nicht. Großvater Quang war wirklich etwas merkwürdig, aber woher kennst du ihn? Das kann ich dir nicht sagen, Mampf. Großvater Quan sah fast genauso aus wie du, Meister Quell. Natürlich, wir Kuh sehen alle gleich aus, Mampf. Weißt du echt nichts über ihn? Nein, ich habe wirklich keine Ahnung, Mampf. Sehr verdächtig. Komm, Vivi, da kann man nichts machen. Na gut. Ja, alles mysteriös. So, jetzt haben wir noch einen Verrückten bei uns. Er hat eine Gabel. Und jetzt aus seinem Zipfel bitte einen Kristall am Reif und ein Seitenhemd. Holle! Vollmond! Charakter reicht schneller den Trance-Zustand. Sehr, sehr gut. Gut. Alles gut, 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 gut und gut.
So, dann wollen wir mal jetzt mal ein kleines Minispiel starten. Das es hier im Spiel gibt. Eins von vielen. Und zwar, Frösche fangen. Joa. Christian, darf ich noch ein paar Frösche fangen, Mam? Schon wieder? Gut, aber beeil dich. Vielen Dank, Mampf. So, jetzt können wir Frösche fangen mit unseren Quinner. Es gibt hier einen Counter. Da oben sieht man den, der steht ja gerade auf 0. Und wenn man eine bestimmte Anzahl von Fröschen fängt, kommt immer unser Meister an. Und gibt uns was extra. Ich sehe, du bist fleißig, Quinner. Du bist auf dem besten Weg, die Geheimnisse des Essens kennenzulernen. Hier, das schenke ich dir. Hab's Dank, Meister Quellmampf. Ich werde dich aufheben, bevor ich alle Geheimnisse entdeckt habe, Mampf. So, genau. Hier sieht man da eben, dass ich was bekommen hab. Ja, komm, bewegt euch, kommt her, Frösche. Kommt euer blöden Frösche. Los, los. Los. Oh, ihr Blödfrosche. Ihr wollt. Genau, diese Sümpfe, die gibt es überall auf der Landkarte. Und wenn man es schafft, 100 zu fangen, kriegt man die beste Waffe für Quinner. Und deswegen fängt man auch die Frosche eigentlich eben nur für die Items. Ah, verdammt, diese olle Brücke, ey. Na los, komm her, Frosch. Komm, Froschi, Froschi, Froschi. Komm, Froschi, Froschi, Froschi. Komm zu Quinner. Oder welche Stimme ich Ihnen noch nachher nochmal gebe. Na, das wisst ihr eh. Weil ich, wenn ich das nachsynchronisiere, kommt das eh alles später. Ah, Mann. Ihr blöden Frösche. Ich hasse euch. Ja, das war einer. Oh, ich krieg dich. Nein. Eigentlich lasse ich immer so 3-4 Stück hier übrig. Ich glaube, das kriege ich auch keinen mehr, ey. Kannst vergessen. Warte ich lieber, bis wieder respawn. Los, hol ihn dir. Ja, sehr gut. Wuhu. Ich sehe, du bist feiges, Trainer. Du bist auf dem besten Weg, ihr heimliches Essen kennenzulernen. Hier, das schenke ich dir. Hab Dank, Meister Quell, Mann. Ich werde dich aufgeben, bevor ich euer Geheimnis entdeckt habe, Mann. So, das reicht erstmal. 3 Stück, die respawnen. Und Quinner, bist du bedient? Gar nicht so schnell, was ich hier zu fangen, Mom. Ich hab genug. Na, wenn wir sagen, einer geht noch, dann macht sie dann, Na gut. Dann wollen wir mal zum Minispiel Nummer 2 gehen. So, wo haben wir noch Quinner mitgenommen? Ein unverzichtbarer Charakter fürs Spiel. Dann sind wir nicht so ganz alleine, nicht mehr 3, sondern sind 4. Na, und zum nächsten Minispiel, das kennt, wenn ihr Final Fantasy kennt, irgendjemand von euch, dann kennt er auch das, was jetzt kommt. Mal in jedem Final Fantasy. Ja, wirklich in jedem Final Fantasy kommen diese 4 vor. Das habe ich schon so wie gesagt, das habe ich schon 4 gesagt. 9, das wisst ihr schon, was kommt. Ein weiter Weg steht mir bevor, doch fürchte ich mich nicht. Ich kann nicht singen und trotzdem probiere ich's Arschgesicht. Da ist es schon, der Wald. Aber vorher kommt noch ein Monster. Was kommt hier wieder, dieser Schwammelpudding oder dieses rote komische Dornvieh oder was auch ist? Nein, es kommt der Flunderdrache. So heilige Scheiße, ich weiß sogar, wie das Vieh heißt. Nein. Flunderdrache, genau, Flunderdrache oder Flunderdrache, irgendwie so ist er. Das Vieh. Ja, und unser Quinner hat auch die Spezialfähigkeit, dass er... Au. Das hat weh. Verdammt. Hat auch die Spezialfähigkeit, dass er... Überlebt er das? Das überlebt er. Dass er fressen kann. Und wenn er fressen kann, also der Gegner wieder AP hat und man ihn frisst, dann kriegt man seine Spezialfähigkeit. Aber das geht auch nicht mit jedem Gegner hier. Los. Los. Fressen! Friss ihn auf! Der schmeckt gut! Der schmeckt gut!
Oh, muss schwächer werden, Mann. Oh, das ist zwar zu viel. Das war nichts. Aber beim nächsten Mal. Oh, ich muss unbedingt leveln, ey. Gott, das Vieh hat mich ja fast mit einem Strike getötet, ey. Bam, auf die Fresse, bam. So, jetzt darf ich mir nochmal Potions reinpfeifen. Ich glaube, ich muss nachher noch welche nachkaufen. Ich habe auch niemanden dabei, der mich heilen kann. Ich habe keinen dabei, der mich heilen kann. Jetzt muss ich noch einmal zurück nach Lindblumen. Nein, ich muss eh noch einmal speichern. Also, passt schon, passt schon. Guck mal, wir wissen sogar schon, wie es heißt. Chocobos Wald. Die Viecher kennt man. Diese gelben Viecher, die aussehen wie... Hühnchen? Nee. Keine Ahnung. Chocobos auf jeden Fall. Ich bin der Herrscher dieses Waldes, Mime. Und das hier ist mein Vater Schoko, der Chocobo. Und dies ist... Ja, das wissen wir schon. Chocobos Wald. Und hier ist ein weiteres Minispiel im Spiel. Ist dir vielleicht ein hübsches Mädchen mit langen Haaren vorbeigekommen? Also ein hässliches habe ich gesehen. Dann ist sie also nicht hier vorbeigekommen. Unser Ziel scheint doch Bosemesia zu sein. Wir sollten hier nicht unnötig unsere Zeit vertrödeln. Ihr seid in Eile? Das sind wir. Dann nehmt doch Schokokopo. Auf ihm seid ihr sicher vor Monstern. Schoko, komm her, Kubo. Er will wohl nicht. Doch, Kubo. Bei Menschen, die er nicht mag, ist er schwuppdiwupp verschwunden, Kubo. Schoko, komm hierher, Kubo. Dann muss es eben auch ohne Probe über die Bühne gehen. Hier, die Zarkraut. Damit könnt ihr ihn außerhalb des Waldes rufen, Kubo. Ganz hier in der Nähe findet ihr Schokos Fußabdrücke, Kubo. Mit dem Gizertraut könnt ihr dort Schoko zu euch rufen, Kubo. Schoko scheint euch zu mögen, Kubo. Wenn ihr ihn ruft, wird er auf jeden Fall zu euch kommen, Kubo. Hättet ihr dann Lust auf ein kleines Zoom-Rot, Kubo? Wenn ihr ihn gerufen habt, kommt zu mir und ich erzähle euch mehr davon, Kubo. Ja, genau, das habe ich damals nicht kapiert. Weil genau jetzt vom Wald sind jetzt ein paar Fußspuren auf der Karte. Dann können wir Schokobo rufen. Und dann können wir ein weiteres Minispiel hier machen. Und wenn wir das Minispiel lösen, kriegen wir am Ende des Spiels... kämpfen wir gegen den stärksten Gegner im Spiel und kriegen die stärksten Waffen im Spiel. Ja, ja, ja. Aber das dauert scheiße lange, dafür mache ich nachher extra Videos. Also ich zeige euch das jetzt hier erst einmal. Und nachher, wenn ich auf CD3 bin und das alles machen will, dann sage ich euch Bescheid und splitte das extra dann, dass die Leute, die eben die Geschichte folgen wollen, eben ab einem bestimmten Part weiter gucken und die Leute, die eben alles sehen wollen, weiter gucken können. Falls es jemand gibt, der es guckt. Na, ich habe ja nicht mal vorher nicht mal geglaubt, dass ich überhaupt irgendeinen Abonnenten kriege. Mittlerweile habe ich ja schon welche. Ja, mein Wecker. Ja, genau, das ist mein Wecker, also die Musik hier. Da stehe ich Kerzen gerade im Bett, während das läuft, ey. Mann, ist das mysteriös, das zu hören, ey. Man hört es jeden Morgen. Jetzt hört man es ja auch. Also, wenn ich müde bin, spielt das Lied und ich bin wach. Stumm. Choco, geht es dir gut, Kubo? Was darf sein? Ein Gizerkraut kostet 80 Kill. Willkommen, Kubo. Du wirst dich sicher gut mit Schoko verstehen, Kubo. Hat ein Chocobo mal ein Härchen gefunden, bleibt er ihm ein Leben lang treu, Kubo. Aber der Schoko ist ausgebüxt, als ich sein Härchen draufsetzen wollte, Kubo. Ich habe
hab ihm bei seiner Flucht geholfen, Kubo. Seitdem verstecken wir uns hier im Wald, Kubo. Und jetzt zum Thema, Kubo. Schoko besitzt die seltene Fähigkeit, vergrabene Schätze zu orten und auszugraben, Kubo. Aber da ich nicht auf Schoko steigen kann, brauche ich deine Hilfe, Kubo. Einmal graben macht 60 Gil und alles Gefundene gehört dir, Kubo. 60 Gil bezahlen? Eine weise Entscheidung, Kubo. Schokos Fähigkeit wird dich pro Minute 60 Gil kosten, Kubo. Na gut, dann los. Und schon geht's los mit dem Minispiel. Die Musik kennen wir jetzt auch, die kommt. Bewegen und graben. Genau, ist auch so dumm. Kräh, nichts in der Nähe. Kräh, weit entfernt. Kräh, da dran. Gefunden. Je größer der Schatz, desto tiefer ist er vergraben, Kubo. Der Schatz ist, was, gehoben, wenn Team Ziel doppelt steht. Ja, genau. Dann mal loslegen. Steht ja auch. Select, loslegen. Loslegen! Das ist weit entfernt, das ist gut. Und schon gefunden. Bald dran gefunden. Da geht ja gut los hier. Das ist ja absolut random, wo das Zeug ist. Absolut random. Wo ist das Scheißzeug? Los? Los? Nein, bestimmt wieder vorne hier, ne? Jo! Kräh. Ah, hier ist es irgendwo. Wir sind in der Nähe, wir sind wieder weg. Pixel genau. Muss man gehen. Und die Zeit, ey. Nur eine Minute hast du den Scheiß hier. Nein, wo ist das? Nein, los. Zwei Schätze wenigstens. Such. Na, da ist es. Los, grab, ist so tief. Ja, auch den Chocobo kann man hier aufleveln, damit er schneller buddeln kann nachher. Puh. Yeah, Schnabel noch heller geworden. Yeah. Mein Schnabel ist gelevelt. Alter, habe ich noch einen größeren Schnabel. Den Schnabel. Rolle. Was soll denn diese Steintafel mit Abbildung sein? Lass mal sehen, Kubo. Auf der Tafel ist ein bestimmter Ort gekennzeichnet, Kubo. Hier liegt sicher ein Schatz begraben. Kein Zweifel, Kubo. Warum gehst du nicht mit Schoko suchen, Kubo? Ich nehme dafür auch kein Geld, Kubo. Außerhalb des Waldes kann mit der Dreiecktaste die zu suchende Tafel gewählt werden. Mit der Vierecktaste wird gegraben, Kubo. Mir ist etwas Tolles eingefallen. Wir nennen diese Tafel ab jetzt Schokokarte, Kubo. Schokokarte? Wenn ich so zurückdenke, hatte ich schon länger das Gefühl, dass Schoko nach irgendetwas auf der Suche ist, Kubo. Bestimmt gibt es viele vergrabene Schätze, Kubo. Vielleicht findest du irgendwo Karten, Kubo. Ein bisschen Freiraum sollte bleiben, damit keine Karten weggeworfen werden müssen, Kubo. Genau, die mit den Karten jetzt. Nichts. Und rausgehen kommt das so, genau. Diese Karten jetzt, das sind eben diese großen Schätze, die wir auf der Hauptkarte eben finden können. Es gibt, glaube ich, insgesamt irgendwie so um die 30, 40 oder 22. Und das sind eben die großen Schätze. Ah, wieder mit dem Wecker. Nee, select war es nicht. Genau, Schokobühne öffnen. Flussüber. Die Flussmündung zum Meer scheint mir äußerst verdächtig, Kubo. Aber werden wir sehen. Wo könnte das nur sein? Guck mal, auf der Karte ist auch kein Nebel. Mysteriös, ne? Na genau, sieht er ja irgendwie gar nicht danach aus, ne? Nein, überhaupt nicht. Könnte das vielleicht hier sein? Irgendwo hier. Oder auch drüben war das? Nee, ich glaube auf der anderen Seite. Naja, das sind noch Kinder einfach, aber nachher wird es richtig bombenschwer. Manchmal auf, genau, ich glaube, das ist der schwerste, dann siehst du nur noch mehr. Nur noch mehr und einen so einen kleinen Pixel, als an der Insel irgendwo ist. Das wusste ich. Yeah. Das lohnt sich richtig. So, jetzt gehen wir noch einmal eine Runde graben und zwar bis ich ein Stück Steintafel finde. Ab dann kann man nichts mehr weiterfinden, außer man sucht nachher in den anderen Wäldern. Aber ich spare mir das alles bis CD3 auf.
Wenn man CD3 kommt eben das große Zeitquest. Punkte überprüfen. Ach ja, mit Punkte kann man eintauschen. Das gehört zu meinem Service, Kobo. Für alles, was gefunden wird, werde ich Punkte vergeben. Und die dann später gegen Items tauschen. Kobo, Punkte umtauschen? Kaiserrobe, ich glaube, so weit kam ich auch nie. Hab ich nicht Lust gehabt. Ich weiß, was ist das, Kaiserrobe? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht kriegen wir es diesmal hin. Ah. Na dann wollen wir nochmal graben und gucken, ob wir die Tafel finden. Wie gesagt, nachher werde ich euch das nicht noch zumuten mit den Graben hier. Oh, Suche, Suche, los, mach Krell. Ah, wir sind in der Nähe, wir sind in der Nähe, wir sind noch bei der Nähe. Ja, wir kommen weg. Na, hier ist irgendwo. Ah, irgendwo hier an der Seite. Ah, da ist der. Halt die angefunden. Komm, ich will das Stück finden. Ich will das Stück finden. Ah, hier ist wieder. Bist du, du Scheißding? Da. Ah, das könnte der sein. Komm her. Komm her. Komm her. Oh, noch eine Schokokarte. Juhu. Hm, komisch. Gab es noch eine Schokokarte? Die kann ich jetzt noch nicht sammeln, glaube ich. Das Spiel überrascht mich gerade. Kannst du nur sowas machen, Spiel? Kannst du mich nur überraschen? Nein, hier ist irgendwo. Nein, nein, nein. Na, gerade gefunden. Toll. So, ich werde jetzt einmal live während der Aufnahme meine Flasche suchen. Wo ist meine Flasche? Da ist meine Flasche. Und live trinken. Toll. So, gluck, 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 gluck. Hm. Ganz toll. So. Ich hoffe, jetzt finde ich es mal, das Teilstück. Gucken wir uns einmal die Karte an. Vielleicht kann ich hier schon ausgraben. Jetzt muss ich in mein schlaues Buch gucken. Weil das war echt damals viel zu schwer. Ohne Internet. Habe ich noch so damals ein Buch gekauft. Da war eine Komplettlösung für Pokémon drin und auch ganz zufällig für Final Fantasy. Das Spiel hatte ich damals noch nicht gehabt. Habe ich mir erst nachher gekauft, aber das habe ich schon mal erzählt. Falls ihr die anderen Folgen gesehen habt, das glaube ich nicht. Los, sucht Chocobo! Sucht Chocobo! Ne, nicht suchen. Finde! Finde ist besser als suchen. Ah, hier muss irgendwo sein. Nein, nein. Oh mein Gott. Oh, wo ist es? Wo ist es? Nein? Ah, gibt nichts Vernünftiges. Nein, eine Sekunde noch. Wieder ist mir gerade wieder hier unten irgendwo. Jo. Gitterkraut. Na toll. Die Runde ist wieder kein Glück. So eine verdammte Pissi. Das geht doch nicht, das geht doch nicht. Meine Fresse, das geht doch nicht. Oh. Ein Timer sagt jetzt gleich fast eine Stunde. Nein, das heißt, ich habe mein Limit überschritten. Mein Limit. Mein Limit ist ja meistens immer so eine Stunde, ein Part. Ganz am Anfang glaube ich noch 45 Minuten oder 30 Minuten. Oder ich glaube, wir können das sogar 20 Minuten von Final Fantasy. Ah, Final Fantasy Parts müssen lang sein. Sie müssen lang sein. Das Spiel ist ja eh scheiße lang. Und ich wollte nicht so viele Parts machen. Ich bin ja schon bald mit CD1 durch. Hm. Wahnsinn, CD1 schon mal durch. Schon so viel synchronisiert. Hm, Augentopf. Wo ist es hier? Ich kann es riechen. Nein, das ist nicht. Hm. Komm, ich will die Steintafel finden. Steintafel! Wo bist du? Lass dich finden. Stumpfgraben, Stumpfgraben. Hier ist es nicht. Hier ist es auch nicht. Ah, nein. Die Zeit läuft ab. Die Zeit läuft ab. Los. Suche. Wir suchen. Wir finden, wer drauf und verschwindet. Nein. Nein. Das Pirat gleich finde ich. Nein. Toll. Absolut. Fail. Ich will noch das Stück finden. Ich will das Stück finden. Ich will das Stück finden. Dann renne ich eben wieder zurück nach Lindblumen. Kaufe noch ein paar Potions. Und dann, ja, dann schweige ich ab.
Also erzähl schon das Ende. Das ist eigentlich der größte Fehler, den man machen kann. Egal auch bei Film oder Serie oder sonst irgendwas. Warum wohl? Da gibt's ja keinen Elan mehr, das zu Ende zu gucken. Nee, Schokobo. Das ist ein einziges Elan, das ist ein scheiß Ding hier nicht zu finden. Meine Güte, wo ist der Kack? Los, find die scheiß Statue, Tafel. Wo ist sie? Los, los, Schokobo. Tu's mir nicht an. Aber natürlich muss man auch einen Pixel genau. Auf den verdammten Pixel genau muss man treffen hier. Wo ist der Pixel? Such den Pixel! Da ist der Pixel! Toll. Wieder nicht das, was ich gesucht habe. Geht doch nicht. Meine Sohne, scheiße. Ich glaube, ich drehe hier schon bald durch. So was von durch. Ich sollte aufhören zu singen. Ja, ja, ich sollte aufhören, denn ich drehe durch. Dumm, 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 dumm. So ein Mist, verdammte Axt. Oh, oh, oh. Also, ja. Wenn ich es gleich nicht finde, dann scheiß die Wand an. Dann suche ich es bei CD3 nachher. Wenn wir ein bisschen weiter sind. Ein bisschen viel weiter. Ein bisschen sehr viel weiter. Ja. Nach Level müsste ich auch. Was wollte ich auch ohne Aufnahme machen. Ah, hier ist irgendwas Tiefes. Verarsche? Schon wieder Schoko-Karte gefunden. Wo ist die Tafel, der Viertel oder der Achtel von der Karte, muss eigentlich auch rumliegen. Okay, also mache ich hier nach Ende, wenn ich jetzt nichts mehr finde oder irgendwas finde. Ich mache auf jeden Fall Ende hier nach. Ja, das ist. Aber nicht, dass ich es gesucht habe. Shit. Mist, verdammt. Mimi, Mr. B-Partner, wo ist der Kram, du wohin? Ist gefunden. Nein. Ja. Toll. Gewinne. So wie die Typen auf dem Jahrmarkt. Gewinne. Oder wie wir es immer sagen. Aber wo Jahrmarkt? Hier ist ja schon bald wieder Jahrmarkt. Riesengroßer Jahrmarkt, wo die ganzen Besoffskis wieder durch die Gegend torkeln. Yeah! Besoffen sein ist cool, Alter! Gucken wir mal, was haben wir für Karten? Tum. Land der Kälte! Ja, da komme ich noch nicht hin. Wie sinnlos, dafür brauche ich nachher ein anderes blaues Schokobo. Wie sinnlos. Konnte ich ja nicht auch einkaufen? Schauen wir mal, ich glaube, das Schoko bleibt hier. Der haut den nicht ab. Fragezeichen. Es ist irgendein Tor. Und das ist das Südentor, Nordentor, Grütztor, keine Ahnung. Ach, genau, wo unsere Typen waren hier. Hier finden wir auch das, was Tina hier hingepackt hat oder verloren hat. Prallmeier. Prallmeier pro Domo. Vollendet. Voll edel da. Spitzenkaffee. Heilige Scheiße. Hier sieht man es. Nein. Wertvolles. Prallmeier. The Shattered Boy, Sonnenuntergang und der Duft von der Good Coffee in der Nose. Das ist das Leben. Steckt der Kaffeekenner. Die wäre halt sehr einfach in den Himmel. Ah ja. Hologramm. Ah ja, genau. Rennmuggelrennen. Ich habe keine Ahnung, wo wir das Ding brauchen. Gut, mehr gibt's ja auch nicht. Durchs Tor kann man nicht. Also wieder zurück. So, ab nach Lindblumen. Lindblumen wartet, aber wir nehmen den Express mit den Schokobo. Steht ja auch hier vom Tor. Hallo, Schokobo. Und wieder mein Wecker. Das wird immer mein Wecker bleiben. Probiert's mal selbst. Nimm mal den Ton hier als Wecker. Ey, ihr steht Kätzchen gerade im Bett. Ich könnte nach hier jetzt noch tanzen. So. Abnerlindblumen. Der Part ist lang genug geworden. Wir schauen mal, wie lange mein Rechner zum Rendern braucht. Dank meiner neuen CPU.
Also das Gabel 2 Video, was sie ausgegeben hat, ging auf jeden Fall schon tausendmal schneller zum Rendern. Wir schauen mal, wie das hier ist. Dopp-di-dopp-di-dopp-di-dopp. Hallo, ich will einkaufen. Ja, da war halt wieder das Gleiche. Ja, mit der Kram. 50. Ja, auch welche mit. Ja. Auch nochmal 5 mit. Das war teuer. Aber egal. Gut. Hallo, Kuppa. Popo. Ich speichere, Kuppo. Ja, dann speichere mal, Kuppo. Ihr habt in der großen Feind, in diesen Feindfans eine große Rolle. In anderen Feinden wissen sie so gut wie gar nicht. Auch komisch. Speichern. Bam. Guten Quinn haben wir auch dabei. Da. So, bis zur nächsten Part würde ich mal auf jeden Fall sagen. Ich level jetzt noch so ein bisschen, weil ich bin viel zu schwach. Boah, Level 7, ja, ich bin viel zu schwach. Ich muss ein bisschen leveln, auf jeden Fall. Level 10, 12 so, vielleicht. Das mache ich offscreen. Und dann sehen wir uns wieder bei diesem Final Fantasy Part. Dann geht's nämlich ab zur Bosemesia. Denn das werden wir das nächste Mal auf jeden Fall noch schaffen. Da wird der Partner für die nächste Part vielleicht eine mehrere Stunde sein, aber... zum Glück hat man auf YouTube keine Beschränkung mehr. Hoch lebe die... Zukunft. Ja. Ach, okay. Ich glaube wieder nur all möglichen Scheiß. Ich bin müde. Ich gehe gleich ins Bett. Aber erst, wenn ich hiermit fertig bin. So, lebt wohl, Leute. Lebt wohl. Lebt.